Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Erste Folge haben wir Halloween Town betreten. Wir haben Uiboogie getroffen, der sich den Erinnerungstank geklaut hat, den er trinken will, um Herzlose zu rufen und Halloween Town an sich zu reißen. Nehme ich an. Und ja, wo muss ich überhaupt hin? Ich laufe hier einfach irgendwo durch da hin. Das ist noch verdammt weit. Gut, dann, ja, da lang. Nee. What? Nein. Hey. Ja, okay, ist schon richtig gut. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen, aber das ist jetzt entflohen. So, noch ein Schatz, bitte. Also so wenig Kämpfe wie möglich, einfach nur Schätze, aber das ist glaube ich der letzte jetzt, den ich habe. Ich habe nur noch einen mit Level 1 und ja. Weiß nicht, wie hoch die Chancen sind, dass jetzt da einer ist, der nur eins höher und so verlangt. Als Tribut. Ja, mal versuchen, ob ich. Ja, ich könnte mal so einen weißen Raum erzeugen, wo mich so, Fungis beschwören kann, um zu gucken, ob die irgendwie was bringen. Ich habe nicht ausprobiert. Giftungis haben wir ja schon mal gemacht und das ist ein schwarzer Raum. Den haben wir schon erledigt. Irgendwie kriegen wir davon nichts. Auch obwohl wir eigentlich was dafür kriegen müssten, glaube ich. Steht in der Beschreibung jedenfalls. Aber na. Dann das. Was war hier? Wenigstens ein Raum. Ja, mal gucken, ob die irgendwas hinterlassen. Die müssen ja irgendwas hinterlassen. Was Wichtigeres, was Wertvolleres. Sonst hat man nämlich noch kein Glück, weil das als damit an sich hat. Halt, wo? Komm her! Na, da haben wir jetzt sowas von Cloud. Meine Güte, was? Alter, halt nicht viel aus. Beim Erfahrungspunkte geben die nämlich nicht so viel. Junge, musst du doch mit dem ausfahren. Was? Nein. Schon wieder Musik mal machen, ich lese. Komm her. Ja, ich meine, Competitive Play. Sieben, willst du mich? Oh. Jack. Oh, ja, super. So gut gemacht. Mann, du. Du. Ach, der. Warum bist du denn immer noch platt? Hör auf damit! Was? Ja, nichts bekommen. Ja, Schatzruhen habe ich jetzt. Als Karten bekommen. Super. Aber anscheinend kriege ich hier für nichts Besonderes. Lass mal schauen. Warum den nur gefunden ist, erscheint ja super. Irgendwo mal ein bisschen besser nachgucken. Okay, aber was geschieht, wenn du sie besiegst? Ja, nix. Ich krieg kaum Erfahrungspunkte. Gar nichts kriege ich. Aber ja, irgendwas muss ich noch von euch kriegen, verdammt. Ich krieg immer nur so einen Schatz hier als Karte. Oh mein Gott. Nix da.
So, ja. Was ist das? Blitz. Ja, friedlicher Schatz, wann? Kann nicht alles sein, was wir von denen kriegen. Komm, gib mir irgendwas. Mal was. Jetzt alle unsichtbar. So, komm her. Oh. Das ist doch gerade unsichtbar gemacht. Unbesiegbar. Das ist schon wieder. Wie immer warten, bis ich irgendwas einsetzen, ne? Gib mir irgendwas. Die geben mir nur einen blöden Schatz andauernd. Was es irgendwie nicht so wert ist, finde ich jetzt. Mann, ich kann randalieren. Gut. Oh Gott. Haha. Oh, grüne habe ich genug von. Könnt ihr euch alle haben. Ich muss ein paar Raumkarten loswerden, also so ein paar niedrigere Dinger hier wegballern. Nur 4 anscheinend. Ich habe schon wieder in der Trainingssession hier so das Maximum erreicht. Okay, ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt genau 3 haben muss, habe ich einen Fehler gemacht. Gut, dann Oogie Boogie Tanz im Po, Oogie Boogie. Oogie, gib uns den Trank. Ihr Narren wisst nicht, wann Schluss ist. Diese Umrenne macht mich noch ganz durstig. Oogie, nein. Doch. Oh nein. Ah, absolut köstlich. Ah, was ist das? Jetzt explodiert er. Was? Da stimmt was nicht. Irgendwas wallt gerade in mir auf. Etwas Unheimliches. Oogie, was ist los? Nein, zurück. Weg mit euch. Suddenly Kampf. Gut, noch ein einfacher Bosskampf. Dann komm. I'll take you on. Okay. Ja, so ein Gimmick-Kampf. Weil mich nicht wieder ein Kampf jetzt hier funktioniert. Ja. Abgelehnt. Hi, was geht, na? Da gab es jetzt 3 Minuten vorbei. Wenn du jetzt anders machst, wird halt einfach. Ich war jetzt hier keine Sorge.
Komm her. Schon wieder bin ich da. Au. Friss Cloud. Friss Wolken. Oh. Ey! Sack. Warte, Mann. Ich meine, die blöden Dinger ja treffen, oder? Oh ja, na. Da bin ich schon wieder, ja. Oh, verdammt. Alle meine Karten hier weggeballert, Mann. Ist das ein einfacher Kampf, Mann. Streng schon mal ein bisschen an. Da bin ich schon wieder. Auf rum zu albern, Mann. So habe ich so mächtige Karten. Da bin ich schon wieder, ja. Ich vermisst. Da bist du tot, ja. Also nicht, was daran schwer sein sollte. Aber okay. Ich habe das Spiel sehr viel schwieriger in Erinnerung. Ich weiß echt nicht. Und wir nur abwarten und zuschlagen. Im richtigen Zeitpunkt. Boogie Boogie. Oder sieht man gar nicht, ob blöde Grinsen. So genau wie in den anderen Dingern. Oogie Boogie, du Mistsack. Dieser Mistsack. Er hat meinen kostbaren Trank fast ausgetrunken. Es sind nur noch wenige Tropfen übrig. Sora, frag doch den Doktor, ob du den Rest trinken darfst. Nein, lieber nicht. Warum denn nicht? Wirklich schade. Wäre sicher ein tolles Experiment geworden. Also Doktor... Willst du ja nicht mehr über deine wahren Erinnerungen erfahren? Natürlich, am liebsten sofort. Aber da ist dieser Axel, dem ich versprochen habe, die Wahrheit selbst herauszufinden. Ich verstehe das nicht. Als ich den Trank inhaliert habe, sind Herzlose erschienen. Als Ogi ihn getrunken hat, hat ihn die Angst übermannt. Was bedeutet das? Das heißt, der Trank war ein Fehlschlag. Oh nein, Ogi muss seine wahren Erinnerungen wiedergefunden haben. Sprich, wahre Erinnerungen bringen das Herz durcheinander? Und bewirken dabei Unvorhersehbares. Was ist mit mir? Was, wenn meine wahren Erinnerungen erwachen? Vielleicht geschieht etwas noch viel Schlimmeres. Aber das sind alles nur Vermutungen, die weiter Nachforschung bedürfen. Was ist los, Sora? Macht dir die Theorie des Doktors Angst? Ja, ein bisschen. Freut mich zu hören. Furcht und Unsicherheit sind Zeichen eines starken Herzens. Sie treiben dich an und geben neue Richtungen vor, lassen sich Wagnisse eingehen. Ohne die Stärke wäre deine Lebensfreude dahin. Genau wie der Nervenkitzel. Und glaub mir, das würde mir den Spaß verderben. Danke, Jack. Daran werde ich denken. Na dann, viel Glück, meine Herren. Möge der Spaß an die Furcht ewig dauern. Da sind wir schon wieder Halloween Town abgeschlossen. Jede Welt zwei Parts. Wunderbar. Mach ich den Kingdom Hearts 1 auch so? Ich weiß es gar nicht. Hat es auch nicht lange gedauert. Ja. So, aber jetzt wissen wir ja schon, was als nächstes kommt, ne? Wegen dem letzten Part, dem vorletzten. Oder letzten. Letzten, ja. Ich habe ein paar noch bis jetzt. Dann wissen wir ja schon, wer uns wartet.
in der Halle des Weiß. Schaut mal auch noch in den Part. Immer so um die Zeit, dass wir diesen Raum erreichen, sollte irgendwie 45 Minuten Parts machen, weil es dauert immer so 45 Minuten eine Welt. So ein Gefühl. Okay, na komm. Blondine. Too clever. I'm Larxene. So, are you enjoying your stay at the castle? I bet it's nice to peel away all the worthless memories and awaken the true memories that lie deep in your heart. True memories? Although, it seems that you're still forgetting the most important thing here. When that poor girl hears that you've forgotten her name, why, it'll just... It'll break her heart. Poor girl. Do you know her? Is she... here? Yes, she is. You see, the bad guys are holding her captive, somewhere deep inside the castle. And you obviously are the hero, so you have to go save her. Although... Ist die krass drauf. I'm a bad guy, so you have to go through me. Sora! What's that? Is that thing mine? What a shame! You've been wearing it all this time and forgot? No, that's not possible. The memory has to be engraved somewhere deep inside your heart. Sora, you think carefully now. What, oh what, could it be? And who gave it to you? Meh. Sora, Sora, you're getting it now. Release the memory from within your heart. Namine. Well, it's about time. That's right, Namine. Yes, she's the one that gave you that tacky little good luck charm. Not that you even bothered to remember. No surprise, seeing as you also couldn't remember her name. Talk about heartless. I can't believe you. It'd serve you right if I decided to smash this piece of junk. Let it go. Namine gave me this. It's very important to me. Oh, it's important to you. Ten seconds ago, you didn't even know what it was. Also, wo sie recht hat. Okay. Na komm her, Blondie. Ich glaube, sie ist schon tacken schwieriger als die letzten Bosse. Aber mal schauen. Ich bin auch ein Tacken besser als früher. Ja, verdammt. Sie hat 4 Falken. Dings. Einfach draufballern wie... Oh Gott. Goofy, mach was. Alter, macht das viel Schaden. Ja. Oh. Jetzt schon ein paar stärkere Karten.
Komm, Cloud, mach's doch fertig. Wuff, wuff. Ich bin blonder als du. Warum mache ich auf einmal so viele blonden Witz? Was soll das eigentlich? So. Duen. Wuff, das war nicht so gut. So, komm her. Jetzt auf. Nix da. Nixa, Cloud. Du hast Blitze gerufen? Okay, hier sind Wolken. Tiefgründig irgendwie. Ah. Hab ich dich betäubt? Ja, gut. Oh, meine Heilung. Nein, du, wie kannst du es wagen? Oh ja, ich gehe auf. Oha, Mann. Ja, erstes K.O. Okay, dann würde ich sagen, den Kampf versuchen wir nochmal in der nächsten Folge. Bei Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Sag tschüss, bis zur nächsten Folge. Gott.